Glücksmale echt. Das heißt, alles, was wir malen, wird tatsächlich erscheinen. Wir sind hier in Roblox und wir haben hier eine kleine Welt. Die ist komplett gemalt. Die ganzen Berge sind gemalt, die Wolken sind gemalt, die Sonne ist gemalt. Sieht richtig cool aus. Und alles, was wir heute malen, wird lebendig werden. Das heißt, wir können uns jetzt ein paar Sachen aussuchen, die wir malen und die wir wollen. Das heißt, wir fangen wahrscheinlich erstmal mit einem kleinen Haustier an, was ich hier zu mir gerne möchte. Falls ihr übrigens neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne den Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und wir malen jetzt unser erstes Haustier, würde ich sagen. Lasst euch mal überraschen. Und zwar, ich habe schon eine Idee. Und zwar für den Körper. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr erraten könnt, was ich male. So, ich... Es sieht echt komisch aus, okay? Ich bin mir halt nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich denke, dass es funktioniert, okay? Weil ich habe jetzt einzeln alle Arme gemalt, weil theoretisch sollen die sich bewegen können. Und deswegen habe ich die alle so umrandet, damit man sieht, was die Arme sind. Aber ich glaube, das sieht einfach ein bisschen komisch aus. Ich weiß aber nicht, wie ich das wegradiere. Oh, ich kann es hier wegradieren. Ich glaube, das wird besser, wenn ich das teilweise wegradiere, glaube ich, ganz ehrlich. Okay, ich glaube... Ich glaube, so sieht es nicht so verstörend aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen Quatsch gemacht. Okay, meinetwegen. Ja, es ist wie es... Okay, wir haben... warte, ich muss es benennen. Wir nennen es Häschen. Okay, wir machen ein Haustier. Bitte, 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 werd nicht komisch. Bitte, werd nicht komisch. Oh! Yes! Gibt's ein Bestes? Irgendwas ist im Kopf schief gelaufen. Irgendwas stimmt mit dem Kopf nicht. Irgendwie bewegt er sich komisch. Ich weiß nicht, wo ich den... Aber ich glaube, ich habe auf dem Körper, habe ich Blush gemalt und den Kopf ist nicht am Körper, der ist auf Kopf. Verstehe. Na gut. Es ist nicht so einfach, okay? Tatsächlich, ich habe einen Hase gespawnt. Ich denke, er ist als Hase erkennbar. Ich habe den Schwanzpuff auch nicht weiß ausgemalt. Die Beine bewegt es. Okay, er ist da. Es ist ein Häschen. Er könnte auf jeden Fall schlimmer aussehen. Okay. Das war ja auch nur ein Test-Run. Okay, theoretisch zählt das gar nicht. Ich wollte nur gucken, wie alles funktioniert. Rede ich mir jetzt einfach ein. Okay, Leute, ich habe auch rausgefunden, Upsi-Daisy, man kann seine Welt ändern. Schaut mal. Den ganzen, ich nenne sie mal Skibbity-Toilet-Lore-Charakteren. Falls ihr nicht wisst, was ich meine. Es gab ja diese Toilette, diesen Trend mit der Toilette, mit dem Kopf raus, der so singt. Und dann hat sich das so richtig entwickelt. So, und dann gab es da richtig viele Charaktere. Dann gab es da diese TV-Mann-Typen, diesen Kameramann. Dann gab es irgendwie so Speakermans. Dann gab es so einen kleinen Helikopter. Okay, falls ihr da nicht drin seid, dann rede ich wahrscheinlich absoluten Humbug für euch. Ich hoffe, dass ich irgendwie Bilder finde. Wir malen jedenfalls den größten und aktuell gefährlichsten Typen aus der ganzen Lore. Weil erstens, honestly, sieht ein bisschen cool aus. Und zweitens habe ich gedacht, wenn wir den als großen Boss spawnen, dann ist das sicher cool. Okay, dann können wir den zum Leben erwecken. Und zwar fangen wir an mit dem Körper. Ich glaube, der ist relativ einfach gemalt. Okay, sieht tatsächlich bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Dann hat er noch so eine kleine Schnalle an der Hose. Wir haben nicht mehr so viel Farbe, aber ich glaube, es reicht noch für den Kopf. Ich habe mir noch recht viel aufgehoben. Der Körper ist nämlich recht simpel und ich glaube, der ist so auch ganz gut abgeschlossen. Dann machen wir jetzt den Kopf. Der ist so ein bisschen immer der schwerste Part von allem. Deswegen wünscht mir Glück. Okay, erst den Hintergrund. Hintergrund, dann Vordergrund, damit es schön wird. Das heißt, der hat hier vier Lautsprecher. Die muss ich halt ausmalen, theoretisch. Ich hoffe halt, dass das hinhaut von der Farbkapazität, aber ich habe jetzt nicht direkt eine Wahl. Ich glaube, ich muss eher oben malen, weil unten kommt der Kopf ja noch hin. Okay, passt auf, passt auf. In der Mitte ist jetzt der Kopf. Den male ich jetzt erst. Ne, ich mache erst die roten Punkte. Der Kopf muss größer. Egal, es ist okay, es ist okay. 1, 2, 3, 4. Den Rest sieht man nicht. Das ist kreative Freiheit, was ich hier mache, okay? Kreative Freiheit. Man hat halt auch nur so viel Tinte. Kann man in Tinte kaufen? Oh ja, kann man, okay. Puh. Dann machen wir hier schwarz, weiß
Und dann kommen kleine schwarze in die weiße. Zack, 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 zack. Kleine weiße Punkte in die schwarzen Punkte. Dann kommt noch so ein Ding in die Mitte. Ihr wisst gar nicht, in was für einer stressigen Situation ich mich hier befinde mit 85 Tinte. 85, wisst ihr, wie wenig das ist? Was soll man sich denn für 85 Tinte malen? Denkt mal drüber nach. Rot, dann noch einen schwarzen. Das wird jetzt alles überdeckt, okay? Der schwarze kriegt noch einen weißen Punkt in die Mitte. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so stressig wird für mich. Jetzt mal ohne Mist, Leute. Okay, und jetzt muss ich den Kopf malen. Zack, zack, zack. 250 Robux wollen die dafür. Die Gierigen. Die Gierigen. Dann malen wir jetzt nochmal Augen. Oh mein Gott, ich hätte den Kopf ein bisschen heller malen sollen, damit ich hier noch Schatten reinarbeiten kann. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Die Speaker im Hintergrund sind halt ein bisschen schwach. Sage ich ganz ehrlich. Aber ich hatte jetzt nicht mehr wirklich die Materialien, wie ihr wisst. Da kommen jetzt kleine böse Schatten rein. Kleine böse Schatten, kleine böse Schatten. Oh mein Gott, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Dann hier noch mein letzter. Nein, 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 den brauche ich nicht. Der sieht komisch aus. Ihr seht die Vision? Ihr seht die Vision? Und jetzt? Passt auf. Achtung, aufgepasst. Jetzt geben wir den Lautsprechern im Hintergrund noch ein bisschen Dimension. Upsala. Wir haben noch ein bisschen Tinte übrig. Wir können noch was machen. Okay, Party People. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn fertiggestellt. Den Titan Speaker Man, okay? Moment, wir benennen ihn. Titan Speaker Man. Und jetzt. Ich hatte vorhin so Boss-Tokens, okay? Wir machen ihn jetzt erstmal als NPC, damit er rumlaufen kann. Achtung, aufgepasst. Und... Da ist... Wir haben ihn zum Leben erweckt. Wow, amazing. Oh mein Gott, der ist voll gut geworden. Ich bin voll stolz auf mich. Ich meine, er bewegt sich ein bisschen komisch, aber ich habe den richtig gut gemacht. Seht ihr das? Seht ihr, wie gut er geworden ist? Ich bin so zufrieden mit mir. Ich mag auch, dass ich das eine Bein so angewinkelt habe. Dadurch wirkt er ein bisschen einfach cooler. So... So ein bisschen, als würde er sich bewegen. Der Kopf ist voll gut geworden. Okay. Das ist, was ich wollte. Das ist, was ich wollte. Oh mein Gott, wir können der werden. Wartet. 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 Speichern. Slot 2. Und jetzt können wir den spawnen. Und jetzt können wir morphen. Wir können der Titan Speaker Man werden. Das sind wir. Wow. Oh mein Gott. Sind wir nicht cool? Sind wir nicht cool? Oh mein Gott, die Leute sind richtig sicher alle neidisch. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht. Bonus kann. Oh mein Gott, wir können Trampolin springen. Seht ihr das? Guck mal, wie cool wir uns bewegen. Wir können springen. Hui. Hui. Oh, warte, wer hat das gemacht? Oh, das ist richtig süß. Heavy 807. Ah, nee, ich glaube, das ist ein Roblox-Charakter. Wie ist der so eine dicke Robbe? Hä? Wie hat er das gemacht? Okay, aber weil man sich selber morphen kann, habe ich noch eine Idee. Und zwar, einmal aufgepasst. Falls ihr es noch nicht erkannt habt, versuche ich hier mein Bestes, meinen Roblox-Charakter nachzumalen, okay? Es ist leider gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie einfach es aussieht. Ich rechne nur einfach mal damit, dass es recht einfach aussieht. Aber es ist tatsächlich echt nicht leicht. Okay, Moment, ich muss hier die Haare malen. Zack. Und die male ich jetzt aus, weil ich halt auch nur eine Ebene habe zu malen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann hier nicht... Ich muss ein bisschen wissen, was ich machen muss. Ich kann nicht zwischen den Ebenen wechseln, wie in diesen meisten Malgeschichten. Ich habe das Gefühl, das macht sehr viel einfacher immer. Hier muss ich immer alles so ein bisschen rumfahren. Ihr wisst, was ich meine. Das, was ich als Schatten in das Gesicht gemalt habe, sieht auch eher aus wie Dreck. Weil ich sonst auch keinen einzigen Schatten gemalt habe. Aber, naja. Was man, wo man nichts macht. Und ich hätte weiter oben anfangen sollen. Aber okay, man lernt dazu später in seinem Leben, schätze ich mal.
So schön. Wow. Es ist, als wäre ich ein echter Künstler. Haha. Nicht. Das sieht furchtbar aus. Naja, gut. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, denke ich. So, hier, das sind Haare. Die sind jetzt etwas dunkler. Sieht es komisch aus. Etwas bin ich out of ink und habe deswegen eh keine Wahl mehr. Ja. Spawn. Muff. Let's go. Oh mein Gott, warum ist er so groß? Warum bin ich so groß? Ich wollte klein sein. Okay, ich habe gerade mein Gesicht noch gesehen. Das ist mein neues Gesicht. Okay, herzlich willkommen zu meinem neuen Roblox-Avatar. Wow, wie cool er aussieht. Und auch gar nicht komisch und auch überhaupt nicht verstörend. Naja, gut, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr das Spiel selber spielen möchtet, das heißt Draw and Spawn. Ich kann das auch nochmal in die Infobox schreiben. Und dann könnt ihr mir gerne auch schreiben, was ihr alles Cooles gemalt habt, okay? Ob ihr ein Meisterwerk geschaffen habt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!